Die Premiere von Love Train 2020 war für den 20. Juni im Rahmen des Festivals Montpellier Danse geplant. Das Festival wurde neu überdacht und findet jetzt 3 Monate lang statt, an verschiedenen Orten mit mehreren Aufführungen. Bei einem 14-tägigen Festival kreuzen sich die Wege der Künstler. Die Stücke, wir haben rund 4 pro Tag, interagieren. Und normalerweise treffen sich auch unheimlich viele Akteure und Journalisten. Das mussten wir natürlich weitgehend einschränken. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass die Künstler wieder vor Publikum spielen können. Für Love Train 2020 taucht Emmanuel Gatt in den Sound seiner Teenagerzeit zurück, mit der Band Tears for Fears. Aber egal, ob er mit Bach, Boulez oder Popmusik arbeitet, der Choreograf bleibt bei seinem Konzept der Beziehung zwischen Tanz und Musik treu. Ich erarbeite die Choreografie nicht unbedingt mit einer Musik, auch wenn ich weiß, welche Musik sie letztlich begleiten wird, sondern als eigenständiges Element. Und an einem bestimmten Moment entsteht zwischen diesen beiden Elementen ein Dialog während der Proben. Und man beginnt zu sehen, wie sich eine bereits recht klar definierte Choreografie in einem musikalischen Umfeld verhält. Es ist ein dynamischer Prozess. Emmanuel Gatt lässt den Tänzern eine möglichst große Freiheit in der Ausführung ihrer Bewegungen. Bei dieser Art von Musik wird die Choreografie als eine festgelegte Sache verstanden, als etwas, das man ausführt. Dazu gehört ein körperlicher Einsatz, sei es, dass der Körper dem Takt folgt oder dass er die Bewegungen so effektiv wie möglich ausführt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass dieses Stück im Zusammenhang mit Emmanuels Prinzipien steht. Baut die Bewegung auf, kommt zusammen, wenn es notwendig ist. Lächeln, ihr müsst interagieren. Die Choreografie findet nicht in der Bewegung der Tänzer statt, sondern in den Räumen zwischen den Tänzern. Welche Informationen geben sie weiter? Was übermitteln sie anderen? Was empfangen sie? Was senden sie an andere? Und so entsteht ein System, das eine Menge über uns, über Menschen, über unsere Funktionsweise, über unser Verhalten in Gruppen und so weiter offenbart. Mit seinen barocken Kostümen, dem Sound der 80er und einer Truppe, die glücklich ist, wieder auf der Bühne stehen zu können, zelebriert Love Train 2020 die Freude, durch Tanz miteinander verbunden zu sein.